Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück zu One Block Toxic. Ja, es regnet. Ich hatte die Brücke jetzt zwischen den Aufnahmen ja, weitergemacht. Nicht ganz fertig, weil mir ein bisschen Holz fehlte. Aber schon ja, recht weit. Ich kriege gar keinen Schaden. Warum? Hallo Schweinchen, warum kriegen wir keinen Schaden? Weißt du das? Nein? Ich weiß das auch nicht. Okay, vielleicht liegt das an der Rüstung, die wir anhaben. Nö. Okay. Nehmen wir jetzt erstmal so hin. Wow, das war laut. Moment, mal kurz meinen Ton etwas runterdrehen. So. Okay, also das ist übrig geblieben. Der Kobbel, das habe ich nicht gebraucht. Und wegen dem Holz müssen wir da mal gucken. Also ein bisschen Holz machen wir noch und dann machen wir die Brücke fertig, sobald das aufgehört hat zu regnen. Mal gucken, kriegen wir jetzt Schaden? Das finde ich komisch. Aber okay, nehmen wir erstmal so hin. Hier haben wir ein bisschen Glas gemacht. Packen wir in die Truhe. Essen haben wir erstmal genug. Da brauchen wir uns nicht drum kümmern. Hier haben wir noch Hühnchen. Okay. Das finde ich ja echt ein Ding. Und das hört auch so überhaupt nicht auf zu regnen. Es hat irgendwann hat das angefangen gehabt zu regnen. Da stand ich aber schon in der, also in unserer Höhle drinne. Deswegen kann ich gar nicht sagen, ob wir da, ob ich da auch keinen Schaden gekriegt habe. Ich weiß es nicht. So, wie ihr seht, bis hierher bin ich gekommen. Und ja, weiter hat das Holz leider nicht gereicht. Aber da kümmern wir uns noch drum, dass wir das fertig machen. Der Fusimo hat einen Kommentar geschrieben, dass er sich fragt, ob man eventuell mit dem Boot über das giftige Wasser kann. Wissen wir natürlich nicht. Müssen wir ausprobieren. Also, das würde ich gerne ausprobieren. Am Ende ist es mit Sicherheit nicht verkehrt, Dings zu machen. Na, eine Brücke, eine überdachte Brücke. Denn wir werden das auf jeden Fall brauchen. Man wird so überrascht von diesem Regen. Ich habe das ja nun gehabt. Und hatte das ja schon das letzte Mal, als ich die Brücke gemacht hatte. Und jetzt hatte ich das schon wieder, dass ich überrascht worden bin, quasi vom Regen. Und das ist wirklich nicht toll. Das geht ruckzuck, dass man dann ja, mit mal da steht und ja, steht im Regen. So. Wie gesagt, diesen habe ich zwar nicht abgekriegt, aber ja. Aber damit rechnen tut man dann ja meistens nicht. Und so schnell kommt man dann ja auch nicht weg. Ne? So, hier war ein Schaf. Ich würde das gerne einfangen. Wo bist du hin? Gehört habe ich dich. So, komm mal mit. Also auf jeden Fall mal in Sicherheit bringen, weil ich glaube, dass das gerade nur so ein vorübergehendes Phänomen ist. Komm mal her, Schweinchen, du auch. Kannst auch hier wohnen. So. Habe ich alles zu soweit? Ja, ne? Hatte ich alles gemacht, ja. Okay. Der Regen hört auch irgendwie gerade gar nicht auf. Das finde ich schon komisch. Na gut, wir schauen. Die Map ist ja nun auch ein bisschen älter. Vielleicht liegt das auch mit daran, dass das nicht so ganz rund läuft. Oder das ist jetzt halt einfach gerade so und der nächste Regen tut dann wieder weh. Das werden wir feststellen. So, jetzt dürften eigentlich die Bäume echt mal wachsen hier. So, da haben wir noch Birkenholz. Nehmen wir nämlich erstmal das. Und wir hatten ja schon angefangen, hier so ein bisschen die Wände und die Decke zu machen. Okay,
So, wir wollten eine Nische machen für uns zum Schlafen. Da haben wir ja nun den Tierunterstand draus gemacht. Das würde ich auch einfach so offen lassen. Oder wir machen das mit Glas zu, dass wir von innen gucken können. Das ist vielleicht nett, oder? Ich glaube, mit Glas zu machen ist nett. So, hier kommen wir nicht weit genug raus, glaube ich, um da eine vernünftige Nische reinzubauen. Das hier nochmal eben weg und guck mal, wie hoch wir kommen. Es muss hier gar nicht so hoch sein. Ja, würde ich doch sagen, machen wir da unsere Schlafnische rein. Hier passt das doch jetzt ganz wunderbar. So. Dann machen wir das Ganze so. Ist die Frage, gehen wir noch eins weiter raus mit unserem Holz? Also mit der Wand. So, okay. So nehmen wir das. Dann machen wir hier noch das weg. Na, gib her. Da muss noch der Korb aus dem Boden weg. Da muss ein Erdblock rein. Also im Moment bin ich ganz froh, dass der Regen keinen Schaden macht, da der, wie gesagt, so irgendwie nicht aufhört. Da tatsächlich ganz dankbar drum, so können wir ein bisschen was bauen. So, Glas. Und dann können wir mal schauen, wie das aussieht, wenn wir so die Löcher nach außen dann mit Glas machen. Das ist doch nett. Haben wir ein schönes Fenster drin. Was machen wir als Boden? Irgendwas Einfaches. Irgendwas, was wir nicht groß farmen müssen, sondern was wir sowieso da haben. Wäre ganz toll. Schwarzeichen? Ach, wir haben nur ein Setzling hier, ne? Genau. Aber Schwarzeiche fände ich eigentlich ganz nett. Ja. Sonst haben wir ja auch nur Eiche. Eiche finde ich nicht so toll. Also nicht als Boden. Wir nehmen Schwarzeiche. Da müssen wir uns halt nochmal ein paar Setzlinge holen. Sollte ja kein Problem sein. Gut. Okay. Dann machen wir hier den Boden rein. Und hier machen wir dann tatsächlich auch Glas rein, denke ich. Das ist ein bisschen zu. Darunter. Weil die zwei hier, den da und den da, da können wir einfach Erde unterpacken. Weil da kommt noch mal Holz gleich hin. So nehmen wir das. Da haben wir nämlich hier so einen kleinen Durchgang. Ja, und hier kommt dann unser Bett hin. Ich denke, da werden wir einen Rüstungsständer oder so hinstellen. Das finde ich eigentlich ganz nett.
können wir mal einen machen. Jetzt muss ich überlegen, Rüstungsständer, wie gehen denn da noch? Stöcker braucht man. Und Kobbel? War es das? Muss mal eben gucken. Das kann ich mir immer nicht merken. Gott sei Dank kann man hier alles nachgucken, ne? Ach, hier einen glatten. Glatte Steinstufe. Brauchen wir zwei davon. Okay. So, dann stellen wir das Bett da rein. Das stellen wir einfach hier in die Ecke. Licht brauchen wir hier noch. Dann nehmen wir erstmal Fackeln, bis wir irgendwann was Besseres haben. So, und dann brauchen wir jetzt noch eine Werkstattecke und ein kleines Lager. Nur das kriegen wir hier ja gut rein. Ich würde sagen, das Lager machen wir an die Ecke und die Werkstatt machen wir hier so in die Ecke. Ich hätte gerne einen automatischen Ofen. Ja, dann brauchen wir noch einen Verzaubertisch. Was brauchen wir noch? Eigentlich nicht so viel, ne? Kleine Farm vielleicht noch. Wir schauen mal. Wir müssen ja auch mal gucken, was wir überhaupt noch alles brauchen. So, jetzt machen wir erstmal hier noch das Dings weg. Wie fies! Oh, das war aber gemein, oder? Ja, total fies! Mich erst in Sicherheit wiegen und dann sowas. Ja, das ist gemein. Das war wirklich gemein. Ich mich erschrocken. Oh Mann. Also, der Regen macht dann Schaden. Schweinchen, du solltest da drinnen bleiben. Der Regen macht wieder Schaden. Da wollte ich doch gar kein Dingszimmer. Ich wollte doch Glas da reinmachen. Ja, das kommt davon, wenn man mich so erschreckt. Okay. Ich habe gerade so überlegt gehabt, als ich da anfing mit dem Baum, ob ich eventuell mal gucken muss nach der Aufnahme dann, ob irgendwas umgestellt ist, ob irgendwas da nicht passt, ne? Also, ja. Brauche ich anscheinend nicht mehr. Scheint wohl normal zu sein. Okay, dann schlafen wir jetzt mal in unserem neuen Schlafzimmer. Okay, das finde ich nett. Das gefällt mir. Das ist okay. Ihr braucht noch ein bisschen Einrichtung, aber sonst ist das da echt okay. Oh, es hat auch aufgehört zu regnen. Ha, wer weiß, vielleicht sollte das auch einfach so sein, ja, dass man, dass man irgendwie denkt, so, oh, ist gar nicht so schlimm. Ich habe im Übrigen mal nachgeschaut. Ich hatte das Gefühl, als ich die Brücke gebaut habe, wir machen das nachher mal, dass wir ein Stück laufen, logischerweise, weil wir bis ans Ende der Brücke müssen. Und ich habe mal gedacht, so, oh, das ruckelt. Das ruckelt, das macht mich irre. Das ist ja schlimm. Und ist gar nicht. Es ruckelt überhaupt nicht. Die FPS sind sowas von festgetackert irgendwie. Aber ich habe so das Gefühl gehabt, das ruckelt. Jetzt habe ich festgestellt, das habe ich anscheinend immer, wenn ich über Kobbel laufe. Ich scheine Kobbel als Untergrund nicht abzukönnen. Ist mir noch nie aufgefallen, dass das so ist. Aber ja. Das ist also dabei rausgekommen am Ende, wo ich gedacht habe, so, okay, irgendwas ruckelt hier. Ich muss mal schauen, woran das liegt. Und ja, es ist der Kobbel. Schon überlegt, wenn das so bleibt, machen wir da eventuell einfach Teppich drüber. Dann hat sich das Ding dann auch erledigt. So, und hier machen wir wieder ein bisschen Glas, würde ich sagen, oder? Mal die Löcher halt mit Glas ausfüllen. So halt auch, ne? Obwohl das wäre jetzt ja eher gewesen offen lassen. Das hier würde ich noch wegnehmen. Das tauschen wir aus. Das machen wir nachher dann irgendwie mal schöner.
Wenn ich das jetzt abmache, dann geht das kaputt. Wir haben doch so wenig davon. Aber da muss tatsächlich noch Holz hin. Hier auch. So. Dann der Eingang. Da können wir dann Türen vormachen. Okay. So, ich mache jetzt gleich mal ein Boot. Können wir eigentlich aus Birken machen. Die nehmen wir mal mit. Wer weiß, was wir so finden unterwegs. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine neue Spitzhacke. Komm, wir können eigentlich ein paar mehr Sachen noch machen. So, also wir brauchen eine Spitzhacke. Wir brauchen eine Schaufel, weil wir wollen ja Sand holen. Ich denke, Axt reicht erstmal, obwohl, ach komm, ja, zwei Äxte in der Tasche zu haben, ist auch nicht verkehrt. Rüstung haben wir. Da brauchen wir uns keine Gedanken drum machen. Das ist erstmal okay. Dann wollten wir ein Boot machen, um zu schauen, wie das funktioniert. Warum ist hier kein Boot? Ich kann kein Boot machen. Ehrlich? Ich mache das mal aus und wir schauen mal. Gegenstände. Da, Boot. Ach, da braucht man noch eine Schaufel für. Ah, ja, wie gesagt, das ist eine etwas ältere Version hier. Deswegen funktioniert das noch etwas anders. Schaufel ist doch. Ja. So, und jetzt können wir auch ein Boot machen. Gut. Ich glaube, die Version ist, glaube ich. Okay, wird das hier irgendwo angezeigt? Nö. 1.11, glaube ich. Deswegen ist das, wie gesagt, etwas anders. Nicht wundern, wenn ich dann ein bisschen mehr suche, weil Bedrock kenne ich jetzt nur die 1.20. Ab dann habe ich ja erst mit Bedrock angefangen. So, wir wollten das da brennen, dann kann das auch noch brennen. Dann bleiben wir aber kurz hier und schmeißen noch irgendwas in den Ofen, was noch eben brennen kann. Hier das Tropenholz vielleicht zu Kohle. Wir machen erstmal das Fleisch fertig. Weil sonst verschwenden wir nämlich hier die Kohle. Und im Moment haben wir noch nicht genug, um so Zeug zu verschwenden. Ich würde gerne einen Rüstungsständer noch machen, einfach damit das Ding dann auch fertig ist. Brauche ich drei dafür. Klar, wir haben ja keine Holzsäge, ne? Kann man die machen? Holzsäge, Steinsäge meine ich natürlich. Steinsäge. Drei Cleanstone, ein Eisen. Ja doch, das kriegen wir hin. Drei. Okay, also Fleisch haben wir auf jeden Fall genug. Verhungern werden wir nicht. Da brauchen wir noch eine Kohle. Okay. Das nehmen wir mit. Dann machen wir Stufen draus. Stufen. Und noch mehr Stufen. Das wird nicht reichen. Schon wieder was gewachsen. Ja. So. Wie gesagt, das mit dem Boot probieren wir aus. Und wenn wir schneller unterwegs sind damit, ist das total klasse. Und dann würden wir einfach an der Brücke würden wir dann Anlegestellen anbauen, dass wir mit dem Boot da hin können. Müssen wir mal schauen, ob wir das einfach so an der Seite anbauen. Was man auch machen kann, ist einfach ein Boot hier hinstellen. Das geht doch jetzt auch schon, ne? Ja. Weil dann könnte man einfach von dem anderen Boot in dieses Boot wechseln. Das ginge auch, falls wir da nichts Vernünftiges angebaut kriegen. Oh, eine Kuh! Hallo!
Komm mal mit. Kuh ist gut. Brauchen mit Sicherheit noch ein bisschen Leder. Du bleibst da. Wird nicht abgehauen hier. So. Ein Eisen war es noch für die Säge. Achso, da ist eine E drin. So. Ja, die stellen wir erstmal hier hin. Und dann, wie viel brauchen wir? Drei waren das, ne? Und dann können wir den Rüstungsständer machen. Und den stellen wir nämlich schön da in die Ecke. So. Ah, ich finde die in Bedrock so toll, diese Rüstungsständer, weil man die einfach ja verändern kann, ne? In der diese Position, die finde ich einfach total toll. Aber wir nehmen die da. Gut. Okay. Das packen wir aus. Das auch erstmal. Das lassen wir auch hier. Da machen wir noch mal Stufen draus. Ja, ich denke, wir werden die auf jeden Fall alle brauchen. So, Leine haben wir dabei. Als die Frage, sollten wir ein Bett mitnehmen, dass wir unterwegs einfach auch schlafen können? Weil gerade wenn es regnet oder so und wir sitzen irgendwo fest, wäre das, glaube ich, ganz gut. Ein Bett to go. Weil dann können wir nämlich los. Dann müssen wir jetzt nicht unbedingt ewig lange hier warten. Die könnte ich aber eigentlich noch hier lassen. Das ist ja nicht, was uns so erwartet. Dass wir vielleicht tolle Sachen finden oder so. Okay. Also Sand, auf jeden Fall Sand, damit wir ein bisschen Glas noch kriegen, damit wir da fertig bauen können. Ach, und das mit dem Boot ausprobieren wollte ich noch. Es ist auch nur noch das Dach, alles andere habe ich, glaube ich, fertig gemacht. Ich glaube, auch die Fackeln habe ich fertig platziert. Nein, habe ich nicht. Okay. Das müssen wir dann halt noch machen. So, habe ich denn ein paar Fackeln dabei? Nein, habe ich natürlich nicht dabei. Dann schlafen wir jetzt erstmal. Die Fackeln können wir dann da immer noch hinmachen. Wow, das ging jetzt schneller, wie ich gedacht habe. So, geschafft. Okay. Wir sind jetzt ja bis zu dem Block hier gekommen. Aber es ist noch ein Stückchen bis zu der Insel. Nö,
nehmen wir natürlich mit. Ich sage, gucken wir, dass wir vielleicht zwei, drei Kisten mitnehmen. Und dann versuche ich hier mal anzubauen, dass wir vom Boot aus wieder hierher kommen, also wieder hier hochkommen. Nur Erde. Erde haben wir eigentlich genug mittlerweile. Ich weiß gar nicht, was haben wir denn? Ach, Sand kriegen wir aus dem Ding auch. Das ist ja mal nicht schlecht. Aber Kisten sind jetzt nicht gerade so häufig, dass man sagen kann, wir fahren jetzt einfach darüber Sand, ne? Wo es natürlich schön ist, wenn man die Insel nicht kaputt machen muss. Ey, was ist jetzt da ins Wasser gefallen? Was soll denn das? Also, ich glaube nicht, dass wir eine vernünftige Anlegestelle hier machen können, weil wir ja gar nicht nach unten bauen können. Also im Moment, oder jetzt gerade gab es dann doch einiges an Kisten. Kisten können wir ja nun auch gut gebrauchen für unser Lager dann. Oh, schon 41 Sand, also das hat sich jetzt dann doch tatsächlich gelohnt. Ja, eine Kiste noch. Und dann gehen wir erstmal zurück, probieren das mit dem Boot aus. So. Und, oh. Und dann kommen wir wieder her. Gucken auch mal, wie viel Sand wir jetzt dann da zusammenbekommen. Also den finde ich irgendwie ein bisschen unnötig, muss ich sagen, weil Stein haben wir tatsächlich genug, dadurch, dass wir uns da jetzt die Höhle reingegraben haben. Und ich gehe mal davon aus, dass diese Dinge auch irgendwas in sich haben, irgendwelche Erze oder sowas. Ich packe erst alles aus, bevor ich das mit dem Boot versuche. Dass das Zeug alles ins Wasser fällt und wir kommen da nicht mehr ran. Das wäre echt ärgerlich. So, Kohle. Und den Rest schmeißen wir erstmal hier rein. Nee, das Boot natürlich nicht, ne? Aber alles andere, sicher ist sicher. Ich habe ehrlich gesagt keine Lust, da irgendwas jetzt großartig zu verlieren. Kann ich irgendwas noch stacken oder so? Das geht da nicht rein. Okay, was habe ich jetzt noch? 10 Stufen. Okay, falls die dann tatsächlich verloren gehen, ist das nicht ganz so dramatisch. Das ist eins höher wie das Wasser, da kommen wir nicht raus. Aber da vorne kam man irgendwo gut raus. Ja, hier kommen wir aus dem Wasser wieder raus. Oh Gott. Ha, ha, ha. Au, au. Oh. Okay, das geht nicht. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, das ist verloren.
du bist verloren, Boot, du bleibst da. Das hätte mich auch ein bisschen gewundert, weil es wäre zu einfach gewesen, ja, sich ins Boot zu setzen und dann einfach loszufahren, wäre dann doch enttäuschend einfach gewesen. Ja, gut. Okay. Das heißt, Brücken bauen. Ja, wo ich jetzt mal ein bisschen gepackt. Erstmal alles wieder rausholen. Essen. Fackeln brauchen wir. Fackeln. Denke, das Hühnchen können wir auch erstmal mitnehmen. Das ziehen wir wieder an. Schuhe noch. Gut, dann können wir ja eigentlich Birke für hier. Und das ist dann für die Brücke und oh. Verdammt. Ja, und für den Rest, also Kobbel haben wir eigentlich wirklich tatsächlich einiges. Da können wir an der Brücke ruhig weitermachen. Und dann brauchen wir ja Stufen. Okay. Wieder ein paar gewachsen. Okay, das sieht so nah aus von hier, ne? Und wenn man dann da steht, ist das so weit weg. Das ist voll gemein. Was wir machen könnten recht zügig, ist mal eben Schwarzeichen-Ersetzlinge zu holen. Weil da haben wir nur einen und das brauchen wir auf jeden Fall. Glas, das lasse ich da. Aber den Rest nehmen wir mit und wir nehmen auch die Leine mit. Eventuell können wir da noch irgendwas mitnehmen. So, hier ging es jetzt runter, ja. Okay. Vielleicht sollten wir am anderen Ende auch mal eine Kiste aufstellen und die Loren, die wir jetzt so unterwegs dann einsammeln, mal da in eine Kiste packen. Dass wir die nicht immer unterwegs irgendwie treffen und die uns dann in die andere Richtung schicken. Genau, das habe ich nämlich erwartet. Aber hier steht nur eine. Ah, doch mehrere. Ich wollte sagen, das waren mehrere gewesen. So. Was wollten wir? Ach, Schwarzeichensetzlinge. Irgendwo muss es hier ja. Ich wollte hier ja eigentlich sowieso alle Bäume abbauen, weil die sehen ja so komisch aus. Obwohl das hier noch gar nicht ist, oder? Ich weiß nicht, von weiter weg wirkt das immer alles so ein bisschen anders. Doch hier, da so längliche irgendwie. Ich weiß auch nicht, da habe ich irgendwie immer noch das Bedürfnis, da mal zu schauen, ob da nicht irgendwas drinne ist. Können ja mal gucken, oder? Schadet ja nicht. Und da ich nicht vorhabe, die Map hier irgendwie schön zu lassen, sondern ich nehme das ruhig alles auseinander, ist das auch egal, wie es dann am Ende hier aussieht, ne? So. Nichts. Okay. Nein! Oh!
Wie wieder so ein gemeines Ding. Das nehme ich langsam persönlich. Ich glaube ja immer noch, dass wir irgendwann die Möglichkeit kriegen werden, ins Wasser zu können. Okay, aber in dem Baum selber war jetzt nichts drinne, was irgendwie interessant gewesen wäre. Schade. Aber hätte ja sein können. So, Setzlinge, sind das schon welche? Wie viele haben wir? Drei Stück, das ist ein bisschen wenig, aber mehr kommt da nicht. Schauen wir mal, ob wir da genug von rauskriegen dann. Hier, die können wir doch mitnehmen. Die können wir hier unten zu den Loren hinstellen. Das nehmen wir auch mal mit. Na, dann hat man hier wenigstens auch welche. So, dann wieder zurück. Und dann pflanzen wir mal die Schwarzeiche an. Dann können wir nämlich den Boden auch fertig machen. Unsere schwebende Brücke. Stopp. Jetzt hätte ich es beinahe verpennt, auszusteigen. So, okay, da sind wir wieder. Hallo, du Schweinchen. Dann haben wir schon zwei. Das finde ich gut. Hey, renn mal nicht so schnell weg. Wir brauchen dich. So. Juhu. Gut, dann stellen wir die Schwarzeiche hier hin. Noch den anderen Setzling eben holen. Das brennt. Ich stelle die hier hin, denke ich. Fällt uns nicht alles ins Wasser. Mittag. Dann würde ich mir ein bisschen Kobbel schnappen. Davon ein bisschen was. Das packen wir erstmal aus hier. Bett nehmen wir mit. Man weiß ja nie. Und ein paar Fackeln bräuchten wir noch. Dann machen wir Fackeln. Eine Mauer habe ich noch. Ja, Zaun habe ich jetzt gerade keinen. Okay, sollte nicht so dramatisch sein. Und dann machen wir jetzt noch ein Stückchen Brücke. Und dann ist gut, dann überziehen wir halt heute den Part mal etwas. Auch nicht so schlimm. Gut. Ja, hier gehen wir dann, wie gesagt, das an die Kleine ran und dahin und zum Schwarzeichenbiom möchte ich auch. Irgendwie, da zieht es mich auch hin. Nicht die Fackeln vergessen. Wir wollen hier ja nicht nachts hier eine Monsterparty haben. Das haben wir schon mal. Okay, also Zaun brauchen wir auf jeden Fall.
Aber jetzt machen wir erstmal hier weiter. Gucken, ob wir dann jetzt relativ schnell an der Sandinsel ankommen. Also, ich beobachte immer so ein bisschen den Boden. Mal gucken, ob da irgendwas ist, was interessant sein könnte. Aber bis jetzt tatsächlich noch nicht so viel. Da vielleicht. Okay, aber es ist immer noch ein Stück. Das ist schon ganz schön weit, ne? Wie gesagt, es sieht gar nicht so weit aus. Aber das ist schon eine ganze Ecke bis dorthin. Ja, das ist noch ein Stück. Da wir ja immer fleißig geschlafen haben, sollten Phantome eigentlich kein Problem werden. Hoffe ich. Ein kleines Stück noch, dann haben wir es bis dorthin geschafft. Dann können wir eigentlich gerade durchziehen, dieses Stückchen Brücke, noch bis zu der nächsten Insel. Und da machen wir aber so kleine Abzweigungen dann. Man hätte das ja auch tatsächlich. Könnte man die Brücke etwas umbauen? Das müsste man ausprobieren. Aber man könnte mit dem Eis ja eine Bootsbrücke machen, dass wir, oh, wir sind fast da, yay, dass wir mit dem Boot quasi über die Brücke fahren. Da müssten wir ja um einiges schneller sein, wie zu Fuß dann. Wäre eine Möglichkeit. So, mal schauen, ob das Eis schmilzt oder ob das tatsächlich funktioniert. Obwohl, Packeis dürfte ja eigentlich nicht schmelzen, ne? Dann könnte man das machen. Ja, das denke ich, probieren wir aus. Hoppla. Na, egal. Nicht so. Nicht so wichtig. Das geht eh alles dann drauf, wenn wir das mit dem Boot tatsächlich machen sollten, mit dem Eis. Wir probieren das mal eben aus. Weil nicht, dass wir jetzt alles aus Kobbel machen und dann nachher den ganzen Kobbel wieder wegmachen müssen. Das wäre dann auch ein bisschen ärgerlich. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Wie gesagt, das eine Boot haben wir ja nun verloren. Da machen wir uns ein neues. Und probieren mal aus, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das denke. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, war man schon immer auf dem Eis schneller mit dem Boot, wie wenn man mit dem Boot auf dem Wasser fährt? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Das habe ich immer nie so gemacht. Okay, die Fackel müssen wir dann eventuell wegnehmen. Eis. Ach, das ist normales Eis. Aber daraus müssten wir Packeis machen können. Aber oh, guck mal, wie viel wir davon bräuchten. Das ist unnormal viel, was wir bräuchten. Da müssten wir Stunden, also wirklich Stunden, das ist ein Ertrunkener,
stundenlang diese Kisten klopfen. Es sei denn, es gibt irgendwo ein Winterbiom. Dann ginge das ja vielleicht. Denn ich kann kein Eis herstellen, oder? Wenn ich jetzt Packeis mache und daneben ein Wasserdings, kann ich kein Eis machen, ne? Nee. Also, wüsste ich zumindest nicht. Okay, schade. Das wäre so toll gewesen, aber ich glaube, dass das schmelzen wird. Wir packen das einfach mal da rein. Wir machen mal ein Loch hier rein und dann gucken wir mal, was passiert. Ja, mal schauen, ob das da bleibt oder ob das schmilzt. Weil wenn das natürlich mit normalem Eis geht, dann ginge das. Dann würden wir ein Stückchen weiterkommen. Und dann ist ja auch die Frage, ob eine Spur in der Mitte reicht. Aber dann wären wir wirklich ruckzuck unterwegs, wenn das gehen würde. Ach, guck mal, wir haben schon wieder vier Setzlinge. Und da kommt noch mehr. Sehr schön. Das hat gut funktioniert. Stellen wir gleich noch mal eine hin. Und dann, ja, würde ich erstmal den Part beenden. Und im nächsten, ja, machen wir dann weiter. Gucken wir mal. Ich werde mal schnell schauen, wie das mit dem Eis ist, ob man das herstellen kann. Aber ich bin mir ganz sicher, dass man das nicht kann. Aber ich gucke nochmal nach und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part. Also bis dann. Ciao, ciao.